Der Sir Podcast. Geschichten vom Segeln, vom Ammersee und von interessanten Menschen. Und immer von Bord des Traditionsseglers Sir Shackleton. Hallo von der Sir Shackleton. Schön, dass ihr da seid. Ich sitze mal wieder an Bord. Es ist einfach schön. Und deswegen ist es gerade wirklich wichtig, jeden Moment an Bord zu genießen. Es ist abends. Der Wind ist eingeschlafen. Der Alex ist an Bord. Servus, grüß euch. Hallo, servus. Der Alex genießt natürlich auch die Abendstimmung hier auf dem See. Oh, immer super. Oh, es ist herrlich, wenn die Vögel zwitschern und das alles so zur Ruhe kommt und die Masten, die Fallen an den Masten so ein kleines bisschen schlagen. Schon schöne Stimmung, gell? Ja, beruhigend. Absolut. Du wolltest wissen, wie die Sir hierher kam. Ich weiß es schon, aber ich glaube, es gibt Millionen Zuhörer, die das wissen wollen. Und jetzt haben wir schon so viele Folgen gemacht. Ich glaube, bei dem einen oder anderen kam die Frage mal auf. Und ich denke, das wäre doch mal ganz interessant. Wie kommt so ein Riesenschiff hierher? Ja, vor allem, weil das Schiff, die Sir Shackleton, ja eigentlich kein Binnenschiff ist. Das ist ja kein Schiff für den das See. Das kommt noch dazu. Also die Sir Shackleton ist ja ein Seeschiff, ein sehr seetüchtiges Seeschiff. Und sie gehört eigentlich nicht an den Ammersee. Aber aus verschiedenen Gründen, die wir bei Gelegenheit mal erzählen werden, haben der Christian und ich uns dazu entschieden, dieses Schiff an den Ammersee zu holen, um eben Events, Seminare und Schulungen drauf zu machen und Menschen einfach das Mitsegeln zu ermöglichen auf so einem Schiff. Das war einfach eine Vision oder ein Traum. Naja, also schwierig genug, ein Schiff zu finden, das da unseren Ansprüchen entspricht, weil das war für uns sehr wichtig zu sagen, wir brauchen ein Schiff, das groß genug ist. Ja, mit dem, Opti geht das natürlich nicht so. Es wird kuschelig eng. Laser wäre ein Ticken größer, ist aber auch noch eng. Also es sollte groß genug sein. Es sollte in jedem Fall absolut sicher sein. Das war eines unserer wichtigsten Kriterien bei der Auswahl des Schiffes. Es muss absolut sicher sein und das muss im Zweifel auch von einem alleine segelbar sein. Das waren die Kriterien. Und also wir haben lange gesucht und tatsächlich hat der Christian im Internet die ersten Fotos von der Sir ausgegraben und mir geschickt. Und ich habe im Internet dann schon gesehen, oh wow, das könnte sie sein. Das war ein Foto vom Vorschiff und man hat den großen Kajütaufbau dem Foto gesehen. Mhm. Und das war, habe ich mir schon gedacht, oh, das könnte sie sein. Ich habe dann den Eigner angerufen, ein Konditor in der Nähe von Rendsburg. Wo ist Rendsburg? Hilf mir mal kurz. Rendsburg liegt in Schleswig-Holstein und in etwa in der Mitte am Nordostseekanal von Kiel nach Brunsbüttel. Ah, okay. Jetzt. Da ist Rendsburg und dort in der Nähe war eben dieser Schiffseigner. Und ich habe ein paar Fragen gestellt und er sagt, ja, ja, und ist noch da und ja, und wie groß und wie breit und hat alles passt. Und dann sage ich, super, ich komme, ich will sie anschauen. Dann sagt er, na, die ist gerade komplett auseinandergenommen, die ist abgeschliffen und alles abmontiert und die schaut völlig zerfleddert aus. Da habe ich gesagt, und genau so will ich sie sehen. Dann ist billiger. Naja. Es ist am Ende nicht. Aber ja, gut, egal. Ja, dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, also ich soll halt nicht erschrecken. Sie ist halt auseinandergenommen und sie ist abgeschliffen. Sie schaut halt zerfleddert aus. Ja, klar, ist fair. Ja, muss man ja sagen. Kein Problem. Flug gebucht nach Hamburg, Mietwagen gebucht und nach Hamburg geflogen, Mietwagen nach Rendsburg gefahren. Den Eigner getroffen, bisschen geplaudert mit dem, dann sind wir losgefahren, nochmal 4 Kilometer zu einer Scheune. Okay, große Scheune, wenn ich das Schiff so anschaue. Große Scheune. Dann macht er dieses Scheunentor auf und mir wird schlecht. So schlimm. Wenn dieses Schiff auf dem Bock steht. Gut, wir wissen es ja, im Winter. Ja, jetzt wissen wir es. Ja, damals ja. Wusste ich es nicht. Da macht er dieses Scheunentor auf und ich gucke senkrecht nach oben und da steht dieser riesen Holzklotz auf diesem Bock. Und ich dachte mir, oh Gott, Klaus, was tust du hier? Ja, das ist schon mächtig, wenn man dann davor steht. Vor allem, wenn du nicht damit rechnest. Ja. Dann stand also dieses Schiff tatsächlich sehr zerfleddert, also sieht wirklich zerzaust aus und stand auf diesem Holzbock und ich bin wirklich erschrocken, wie riesig dieses Schiff ist und wie viel Holz das ist und bin dann um dieses Schiff langsam rum. Die Linien haben mir sofort gefallen, das Unterwasserschiff ist perfekt geformt. Also ich war sofort begeistert von
es passt alles, weißt du, vom Bug über die Linie runter zum Kiel und als die Linie mitschiffs, die Breite und dann hinten wieder das Schmale. Also ich war völlig begeistert von der Rumpfform, aber bin einfach erschrocken, ob der schieren Größe und der Wucht, ja, allein die Schiffsschraube und der Block, aus dem die Welle rauskommt hinten und das Ruderblatt hinten. Weißt du, das ist alles, ich komme von einem Haarboot. Dann ist alles größer, Hammer. Viel größer. Und ich dachte mir, oh Gottes Willen, wie viel Wind braucht dieses Ding, um sich überhaupt zu bewegen? Und er hat auch gesagt, nö, die segelt gut. Nach dies würde ich auch sagen, wenn ich ein Schiff verkaufen möchte. Du, dann habe ich sie angeschaut, oben, unten, innen, und war alles gut, war alles wunderbar. Dann habe ich einen Christian angerufen, der nicht mitkommen konnte, und habe ihn angerufen und gesagt, du Christian, ich glaube, ich habe unser Schiff gefunden. Und dann ging es noch 2-3 Wochen hin und her, Alex. Und dann haben Christian und ich in einem langen Telefonat, das wir geführt haben, ich kann mich gut erinnern, ich war in Braunschweig auf dem Projekt, und Christian und ich haben einen langen Telefonat überlegt, sollen wir das jetzt tun oder lassen wir das lieber? Und dann haben wir uns entschieden, wir tun das. Wir machen das jetzt. Dann haben wir das Schiff gekauft. Dann war alles klar und ich habe gesagt, mach das bitte fertig, und habe auch ein bisschen Druck gemacht, weil wir die Saison nutzen wollten. Ja klar, man will ja dann gleich. Aber die Frage, die jetzt bei mir aufkommt, Rendsburg, Ammersee, da liegen ein paar Kilometer dazwischen. Das kannst du ja nicht mit der Post schicken, das Ding. Nee, das geht auch nicht mit dem Anhänger. Nee, auch nicht. Das ist ein mächtiger Anhänger. Ja, ich habe angefangen, also das hat mich tatsächlich beschäftigt, die Frage, wie kriegen wir den Dampfer hierher? Und ich habe schon, ganz ehrlich, du kennst ja, wenn die Reportagen sind, wenn die irgendeinen Schwertransport machen, ja, genau, wo Ampeln abmontiert werden. Bäume werden zerfleddert. Bäume werden abgesehen, Brücken werden abgebaut. So was hatte ich im Kopf. Dachte mir, oh Gott, es wird ein riesiger Schwertransport. Ja, die A7 wird gesperrt über Tage. Hunderttausende von Euros. Brutal. Dann habe ich also recherchiert über einen Bootstransporter. Du Alex, das war halb so wild. Ich habe relativ schnell einen gefunden und der hat mir ein Angebot gemacht. Und das war sehr, sehr fair und sehr überschaubar. Das war gar nicht so wild. Und dann dachte ich, okay, gut. Und alles geklärt, Termin ausgemacht. Wann ist das Schiff fertig? Wann kann es übergeben werden? Und ich bin dann nochmal hoch nach Rendsburg, um es zu übernehmen sozusagen. Ja. Also tatsächlich das Risiko auch zu übernehmen und den Kaufvertrag dann fertig zu machen. Das war natürlich alles schon abgeklärt, aber einfach zu übernehmen. Und dann kam ich da hin und da war der Dampfer schon komplett verladen auf dem Lastwagen. Und Beiboot hatten wir noch gekauft zufällig. Das war unten vertüttelt. War das der vierte Mann? Ja, ja, da war schon. Das ja, cool. Der vierte Mann ist eine Gesellenarbeit eines Bootsbauers. Ach, siehst du, wir haben nämlich eine Folge gemacht über den vierten Mann. Da haben wir gar nicht erzählt. Da haben wir gar nicht erzählt, dass das die Gesellenarbeit von einem Bootsbauer war. Aber das haben wir jetzt erledigt. Ja, genau, das war der vierte Mann. Unser Beiboot war einfach ein GFK-Beiboot, das wohl ziemlich verranzt schon war. Und der hat es eben aufgepimpt mit Holz. Sehr cool. Und hat es dann verkauft. Und das hat zufällig passt, weil das war dort in der Nähe. Wunderbar. Und das haben wir im Internet haben wir das gerissen. Und der hat es halt hinbracht. Und der Spediteur hat es gleich unter der Surf vertüttelt, das Zack, Beiboot. Drauf und mit. Und ich kam da hin und da war dieser Tieflader, dieser Laster und das Schiff war oben drauf. Dann sind wir nur schnell drauf, haben nur ein paar Sachen abgesprungen. Wie wird die Maschine angeworfen und hier ist das und hier ist das und hier ist das. Genau. Und noch Fragen, alles klar, nein, wunderbar. Und dann hat der Trucker hat schon gesagt, fertig, ihr würdet jetzt gerne losfahren. Und ich dachte, das wird jetzt riesig. Nein, gar nicht. Der hat sein gelbes Licht lang gemacht und dann ist er losgefahren. Ja, wunderbar. 2 Tage später war das Schiff am Ammersee. Ja, ist das cool. Ja. Nicht schlecht. Das war, also da hatte ich mir viel mehr Sorgen gemacht. Das war doch relativ unkompliziert. Wobei ich hätte ja schon gerne gesehen, wie dieses Schiff über die A7 fährt. Ich habe es mir gerade gedacht, bist du hinterhergefahren oder nicht? Nein. Ich glaube, ich hätte mir das gegeben. Im Auto hinterher 2 Tage. Dass ja nichts passiert. Ja, nein, habe ich nicht gemacht. Ich habe also da sehnsüchtig, ich habe Videoaufnahmen, ich habe sehnsüchtig da hinterher geguckt, als der da um die Ecke gebogen ist und an der nächsten Kreuzung links und dann war schon weg. Apropos Videoaufnahme, ist das auf dem YouTube-Kanal? Nein, noch nicht. Nee? Nein, gut, dass du sagst, das sollten wir mal machen. Ja, bei Video bin ich ja dann immer hell. Ja, das ist eine gute Idee, das kann man machen. Okay. Ja. Ja, cool. Du, so ist die Sir hier in den Ammersee gekommen und ja, dann war sie, also 2 Tage später war sie hier in Utting angekommen. Ja, nicht schlecht. Und dann haben wir sie ins Wasser, aber darüber sollte man anders mal reden, weil das ist auch nochmal Geschichte. Aber wie du, das machen wir auch beim nächsten Mal, glaube ich, würde ich sagen. Okay, dann bis neulich. Schönen Abend. Ciao.